Willkommen zu einem neuen Xur-Video. Xur steht diese Woche im Hangar rechts herum, wenn ihr im Turm spawnt. Xur wird ab 10 Uhr im Turm sein und wird wieder gehen um 10 Uhr, Sonntag um 10 Uhr, so. Zeitumstellung. Sobald die Zeit wieder umgestellt wird, wird er ab 11 Uhr erscheinen und um 11 Uhr wieder gehen. Hier ist der kleine Dicke. Wir gucken mal rein, was er hat. Hüter. Er hat ein Vermächtnisengramm für Körperrüstung, also ein Brustengramm. Jahr 1 Wert, Jahr 1 Ausrüstung für die Sammler unter euch. Dann hat er für den Titan Handschuhe, kein Plan B, Intellektstärke, Schrotflintenkills lösen Machtbarriere aus. Und die Dauer von Machtbarriere ist erhöht. Erhöhtes Nahkampfangriffstempo, schnelleres Nachladen mit Schrotflinten. Dann hat er für den Jäger Himmelsbrenneranhang einen Helm mit Intellekt. Kills mit schwerer Waffe können Sphären generieren. Mit aufgeladenen Super können Sphären Spezialmunition gewähren. Mehr Superenergie durch Nichttöterkills. Wenn du Sphären aufhebst, erhältst du Bonus Nahkampfenergie. Für den Warlock hat er den Apotheose-Schleier. Intellekt Disziplin. Sofortige Regeneration von Gesundheit, Nahkampf und Granaten beim Aktivieren deiner Super. Bei Granatentreffern erhältst du Bonus Superenergie, deine Gesundheit wird wiederhergestellt, wenn du eine Sphäre aufhebst. Und als Waffe hat er den guten alten Falkenmond dabei. Zwei zusätzliche zufällig gewählte Kugeln in deinem Magazin verursachen beträchtlichen Bonusschaden. Ein zufälliges Geschoss im Magazin verursacht beträchtlichen Bonusschaden. Dann hat er wieder Glasnadeln, um die Stats eurer exotischen Ausrüstung neu auszuwürfeln. Drei der Münzen, um die Chance für Exo-Engramme zu erhöhen bei Endbossen. Dann schwere Munitionssynthesen, die Sparrow-Upgrades für blaue Sparrows. Dann könnt ihr wieder seltsame Münzen gegen exotische Bruchstücke eintauschen oder gegen Lichtpartikel. So, das ist das Inventar vom Xur. Meine Empfehlungen, oder was ich euch nahelegen kann. Falkenmond, immer eine gute Waffe. Sie war schon in Jahr 1 Bombe, im Jahr 2 ist es auch so und im Jahr 3 wird es nicht anders sein. Obwohl sie jetzt wieder die Handfeuerwaffen ein bisschen ändern, aber Falkenmond, oh, Entschuldigung, ich bin ein wenig erkältet. Falkenmond wird immer gut sein, also es ist immer ein Kauf wert. Dann für die Pumpenspieler unter euch, die gerne mit Titan und Bubble spielen, ist kein Plan B Einkauf. Und zwar halt durch die Schrotfinden-Kills, Machtbarriere, Überschild. Gibt euch diesen kleinen Vorteil im PvP. Wenn ihr diese Spielweise habt, es gibt ja verschiedene Spielweisen: Sniper, Pumper, Rusher. Und dann gibt es halt auch diese Leute, die mit Bubble spielen. Die halt ein bisschen defensiver spielen und die Gegner kommen lassen. Und dann sind diese Handschuhe auf jeden Fall euer Ding. Ich persönlich spiele mit dem Titan halt lieber die Dämmerbruch-Garnison, weil ihr damit viel flexibler seid. Aber wenn ihr damit spielen wollt, also mit Schrotfinden viel spielt und mit Bubble, ist das auf jeden Fall sinnvoll. So, das war's für diese Woche mit Xur. Vielleicht bin ich länger hier. Ne? Da hat schon einer, da hat er gekauft, der Warlock hat's geholt. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Oder, Kommentare wären auch sehr nett, was ich verbessern kann, was ihr sehen wollt beim nächsten Mal und alles. Ja. Bis dahin, wie immer, bleibt sauber. Haut rein.